343 hat eine komplette Kampagnenmission gezeigt von Halo 5. Ich muss sagen, so ganz geflasht hat mich das noch nicht. Vielleicht war auch die Auswahl ein bisschen unglücklich. Sie wollten natürlich nicht allzu viel spoilern, haben also die allererste Master Chief Mission genommen. Das ist die zweite Mission in der Kampagne. In der Mission musste man eine Raumstation von den Combine befreien. Und naja, eine Raumstation sieht halt aus, wie eine Raumstation so aussieht. Man ist in erster Linie da durch graue Gänge gelaufen. Und was war jetzt dann doch nicht so spektakulär, wie man es von einem Halo 5 eigentlich erwarten könnte. Ganz cool fand ich allerdings, wie sie das Vertikale nutzen in Halo 5. Das war jetzt sehr beeindruckend zu sehen, weil es da große so Hangarhallen entsprechend gab, die eben nicht nur weite Felder waren, sondern eben auch in der Höhe viele Optionen anboten. Und da konnte man auch ganz gut sehen, wie sich das neue Co-op-Gameplay da so integrieren wird, beziehungsweise auch das Squad-Gameplay. Es ist ja so ein Halo 5, dass man dort drei Mitspieler oder Mitstreiter hat, sowohl als Agent Locke als auch eben als Master Chief. Und diese drei Mitstreiter werden entweder von Co-op-Partnern gespielt oder von der KI. Und das war ganz interessant zu sehen, weil man kann wirklich mit einem einzelnen Knopfdruck seinen Kameraden Befehle geben und diesen kontextsensitiv. Und da war es eine ganz interessante Szene, dass man einen Hangar betrat. Und dann war es in der Demo so, dass der Spieler von 343 hat dann gesagt, als Master Chief, alles klar, Crew, ihr geht dort unten lang, attackiert diesen Gegner. Und ich selbst gehe auf einen anderen Weg, gehe eher so von oben hin und hat sich dann eine Sniper-Rifle geschnappt. Und das konnte man dann wirklich ganz cool sehen, wie dann die Kameraden unten aufgeräumt haben und er da von oben im Prinzip mit der Sniper-Rifle Feuerschutz gegeben hat. Wie gesagt, grafisch hat mich das noch nicht allzu sehr überzeugt, aber diese Koop-Idee könnte ganz cool sein. Vor allen Dingen, weil sie auch ein, wie sie es nennen, ja, seamless Drop-in-Drop-out versprechen. Was im Klartext heißt, dass eben jederzeit ein Online-Spieler einsteigen kann ins Koop oder eben auch wieder rausgehen und dann übernimmt wieder die KI. Das klingt ganz interessant. Ich habe nachgefragt, wie man denn die Spieler motivieren möchte, auch die anderen Crewmitglieder zu spielen, weil eigentlich möchte ja jeder entweder Agent Locke oder den Master Chief spielen. Und die Antwort darauf war eigentlich ganz plausibel. Also zum einen werden sich die Crewmitglieder auch spielerisch so ein bisschen unterscheiden. Sie haben ein anderes HUD, also offensichtlich eine andere Helmsicht. Und sie werden auch sich ein bisschen unterscheiden, was zum Beispiel die Schnelligkeit angeht oder auch die Schnelligkeit beim Nachladen. Also da wird es schon ein paar spielerische Unterschiede geben, die das Ganze ein bisschen interessanter machen sollen. Und es wird auch so sein, dass sich die Dialoge verändern. Das heißt, je nachdem, was man spielt. Und so soll es tatsächlich sein, dass wenn man auch einen anderen Charakter des Teams spielt, dass man auch ein paar neue Story-Aspekte erfahren soll. Ja, von der Story hat man naturgemäß da noch nicht allzu viel gesehen. Als Rausschmeißer gab es tatsächlich einen Auftritt von Cortana, der sehr mysteriös war. Und der Master Chief hat nur so 3 Tage Zeit, bis da was Schlimmes passiert. Gut, das war ganz okay. Wie gesagt, optisch hat es mich eher enttäuscht. Spielerisch könnte es ganz interessant werden, aber bei Halo kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass zumindest das Schießen selbst Spaß machen wird. Insofern freue ich mich drauf.